Mein Name ist Philly Helwig, ich bin einer der beiden Eigentümer und Gründer von der Firma T-Events, die wir schon seit vielen, vielen Jahren zusammen mit dem Zoo die Online-Partnerschaft haben. Das heißt, wir wickeln die komplette Buchungen über Tickets, Gutscheine, Futterpatenschaften für den Zoo ab und sind jetzt gerade dabei, für den Zoo die Einlasszähler zu installieren. Wir haben ja die Herausforderung durch Corona, dass wir nur eine bestimmte Anzahl an Personen in den Zoo reinlassen können und dementsprechend müssen wir also genau wissen, wie viele Personen sich im Zoo befinden. Und dafür haben wir ein Einlasszählsystem installiert und implementiert, sodass die Leute vom Zoo genau sehen können, wie viele Menschen sind drin, wie viele sind heute reingegangen, wie viele sind rausgegangen, damit man einfach genau Corona-sicher die Zahlen und die Statistiken erheben kann. Die Installation der Geräte, die ist relativ easy, Plug and Play, so nahezu. Das heißt, wir kleben die einfach an die Wand und dann zählen die direkt los. Die Implementation für die Software, die dort im Hintergrund liegt, das musste natürlich ein bisschen ad hoc und spontan funktionieren. Das haben wir so in 3 bis 4 Werktagen haben wir das fertig programmiert. Bis es dann richtig hübsch ist, dauert es sicherlich noch ein kleines bisschen, aber das sind die Herausforderungen, die man als IT-Unternehmen hat. Aber so von der reinen Installation hier vor Ort, das geht sehr schnell. Und können dementsprechend auch schnell reagieren, um weitere Zähler im Zweifel zu installieren.